Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind in Junon am Hafen und zwar haben wir die Parade des Präsidenten Rufus unsicher gemacht, indem wir uns als Gardisten verkleidet haben, beziehungsweise mit Tifa und Aeris selber ein Kommando übernommen haben in dieser Parade. Ein bisschen verkackt haben, ich gebe es zu, okay, es war nicht meine beste Leistung. Irgendwie im Honigtöpfchen waren wir besser. Wenn ihr euch erinnert im ersten Teil, wo es ähnlich lief. Mit den Eingaben. Was will uns das über Cloud verraten? Who knows? Jedenfalls haben wir trotzdem einen Ehrenpreis bekommen und haben uns ein Gespräch mit Rufus verdient, beziehungsweise er hat uns sogar auf die Bühne gelotst und wusste, dass wir das eigentlich waren. Hat uns einen Handel angeboten und zwar hier. Schönera lässt euch in Ruhe, solange ihr uns Sephiroth quasi vom Hals haltet. Wir sollen ihn also für die umbringen, weil, ja, Personalmangel, man kennt es, ne? Schwierig in der heutigen Zeit. Wollten wir eigentlich auch tatsächlich annehmen, obwohl wir Schönera hassen, weil, ne, saugen den Planeten aus und so, buh, buh, buh. Ja, und dann kam Juffy und hat versucht, den Präsidenten zu ermorden. Und die so, oh mein Gott, das ist eure Antwort, okay. Ja, danke für nichts, Juffy. Dann hatten wir noch einen kleinen Kampf mit der Lusche auf dem Motorrad. Und jetzt sind wir zum Hafen geflüchtet und steigen wahrscheinlich in dieses wunderschöne Schifflein Richtung Sephiroth Kuttenut und Costa del Sol. Sollte als nächstes kommen. Den Kahn schon über Wasser halten. Ja. Das ist das, genau. Und ich werde unsere Baby-Shinra-Soldaten nie vergessen. Sie haben uns so gut gedient. Wurde der anyway. Täter schon festgenommen? Cloud! Alles okay? Ja. Gut, na dann. The fuck? Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Was hat er sich da reingesteckt? Okay. Au! Sie überprüfen alle. Was nun? Und die Kundennutte einfach so ein Sport, so ist okay. Hm. Hat keinen Ausweis und so, sieht creepy aus. Ah, komm rauf hier. Are you kidding me? Wir kommen nicht darauf, aber so der Kunden und Typ da so. Ah ja, komm. Du kannst drauf. Ein Glück, dass wir so. Ich nehme am besten jetzt schon mal vorsorglich was gegen Reiseübelkeit. Und was hat Barrett dabei? Ah, werde ich wahrscheinlich besser gar nicht wissen. Funny. Shinra wird den Kahn schon über Wasser halten. Aber da, natürlich, dann wiederum die Viecher führen Shinra wahrscheinlich Richtung Sephiroth, ne? Dementsprechend, ja. Mhm. Das ja, wie hat kann ich euch der helfen? Dude gesagt? Wir haben bei Sephiroth Schatten sind quasi der Parade die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Hm. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Hm. Wo kommen die denn her? Kapitän, nicht. Wir brauchen sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Und du wirst mir schön arbeiten. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Sorry, Red. Alles gut. Der Hund wird weggesperrt. Ey, Moment. Die Kundennoten gehören nicht zu uns. Ablegen. Alles klar, Schiff. Was ist, ob das unsere Haustierchen sind, so wie Red? Same Niveau. Halt, stopp. Oh, ja. Wartet gefälligst. Hey, hey. Ich will auch noch mit. Hört ihr mich? Ich will mit. Hier geblieben. So nun, ein Mist. Bye. Das wartet, ich wurde zurückgelassen, quasi. For fuck's sake! Kapitel 5. Selbst das fucking Schiff haben sie so schön gemacht. Wie so ein Luxusliner einfach. Du erkennst das Original halt echt nicht wieder.
Oh no. Oh no. Oh no. Wer ist das? Ich glaube, die kennen wir nicht. Diese Jugend. Unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar. Keine Frage. Mir ist sie ehrlich gesagt etwas zu salzig. Wenn Cloud Glück hat, kriegt er wieder Happy End Massagen. Gar nicht übel. Ich sehe mich mal etwas um. Es startet wieder. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Red hat doch auch schon die Schnauze voll. Aus was? Den habe ich zum Glück nie mehr gesehen. Aber bei Leuten von seiner Statur wird mir immer noch mulmig. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh oh. Ist noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf. Für meine erste Liebe. Oh, ja. Dann leg los. Wir sind's. Erzähl's mir ein andermal. Nein! Wir wollen es jetzt wissen. Goddammit. Irgendwas gefunden? Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Kein Grund mehr, sich zu verkleiden. Wirklich? Dann noch ein letzter Salut. War eine Ehre. Eris ist so... Zucker, okay. Also... Die Ninja-Göre hat zwar alles 1A versaut, aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh drüber. Habe ich mir schon geahnt, dass der irgendein Nein gesagt hatte. Egal, wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol. Bitte versüßen Sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten. Unter anderem erwartet Sie die Möglichkeit, der das war's, wir sind uns in 10 Parts, Kinders. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Oh no. Ein richtiges Blut der Königin-Turnier. Komm. Schön. Dass wir sogar hier noch ordentlich Sidequests bekommen. Auf der fucking, keine Ahnung, 5 Minuten Überfahrt sonst. Allein das Schiff, das macht richtig Bock so auf Kreuzfahrt. Und ich vermisse das Reisen extrem. So durch Corona alles drunter und drüber gegangen damals und momentan ist mir auch nicht wirklich möglich. Ich vermisse es einfach extrem. Nicht nur an sich Fotos machen oder Vlogging. Wo ich immer noch meinen letzten Japan-Vlog hinterher trauere, wo keine Ahnung, wo die ganzen hunderte von Dateien abgeblieben sind. Weil, ja, damals PC irgendwie futsch und ich weiß nicht, wo die ganzen Daten dafür sind. Deswegen sind die 2019er Japan-Vlogs halt nie fertig geworden, aber ich lade immer wieder noch alte Fotos hoch. Aber ja, allgemein einfach das Rauskommen, andere Gegenden erkunden und so. Ich bin halt jemand, der echt... gerne reist.
Ich glaube, da treibt es jemand mit den Schwarzkotten. Aber so richtig. Ich bin keine von euch. Hört ihr? Entzieht euch! Sophie, bist du das? Ich glaube, ich werde trinken. Ah, du schaffst es schon. Das nennt man Karma. Ja, jedenfalls vermisse ich sowas. Eine Kreuzfahrt ist halt auch immer cool. Was habt ihr so in Costa vor? Also, ich werde surfen. Die Wellen dort sind nämlich einsame Klasse. Vor Costas Küste. Allgemein auch so Kreuzfahrtsettings finde ich mal cool, auch bei Trillern und so. Ich weiß nicht warum. Kein Plan. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, hier ist aber sonst nix. Oh, da ist was. Was ist das? Keine Ahnung, ich klaue es einfach. Hey. So, Kinders, wo Kartenturnier? Ich bin ready, wie ich nur ready sein kann. Karamellbonbons. Costa del Sol sieht auch cool aus, glaube ich. So. Bin mir gerade unsicher, wo ich hin muss. Im Original war es ja schon cool. So als Urlaubsparadies. Aber im Remake sieht das alles noch mal tausendmal besser aus. So. Ah. Und dafür bin ich gern fast gestorben, Digga. Die Ansprache des neuen Direktors. Manchmal sind mir das ein bisschen zu viele NPCs. Beziehungsweise man kommt halt kaum hinterher mit dem Lesenings. Findest du Kostümparty? Ich kann es noch immer nicht fassen, dass wir diese Reise. Eine ganz wilde Convention, sag ich euch. Ein wahres Wunder. Jetzt übertreib mal nicht. Ganz wilde Convention von Kuttennutten. Vor allem, als ob die nicht auffallen. Schön einfach so, ja komm, dann bohrt, ist okay. Vielleicht halt wirklich, weil, ne, der Präsident gesagt hat, hier, die führen uns zu Sephiroth, lass die mal einfach rein. Ignoriert sie einfach, das ist ein bisschen komisch, aber eigentlich, nee, sie beißen nicht. Ja. Stimmt es eigentlich, cool, dass das Schiff ursprünglich mal Titovs Großvater gehört hat? Die Shinra 8 ist eine Wucht, nicht wahr? Bin überglücklich, endlich hier dienen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob ich nach oben muss. Da hinten war halt auch noch, eine Treppe. Verständlich. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, Kreuzfahrtschiffe oder so irgendwo im Reisebereich arbeiten wäre was für mich. Then again, Katzen kann ich nicht wirklich. Aber Fotografie ist auch schon recht cool. Und da kommen auch sehr viel rum. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Studium so läuft auf Dauer. Hoffentlich gut. Spaß macht auf jeden Fall, weil ich eh immer schon gern Foto und Fotodesign gemacht habe. Kann ich ja eigentlich irgendwo hin? Hier geht es zu den Kabinen der ersten Klasse. Zutritt haben nur Passagiere mit entsprechender Buchung. Wir haben leider nicht genug Luxus hier gebucht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen. Gut, wir sind nicht innen genug für die Typis hier. Wahrscheinlich ist das hier die gleiche Ebene, wo wir von den anderen Treppen kommen konnten. Das Turnier beginnt in wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Auf den Gewinner warten eine Trophäe und außerdem ein fantastischer Preis. Für Passagiere ohne Karten stehen übrigens Decks zum Verleih zur Verfügung. Also nur keine Zurückhaltung. Cool. Wobei, Karten haben wir ein paar. Wo ist es? Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie kennen. Du spielst doch mit, oder? Schon möglich. Vielleicht sehen wir uns ja.
Wer ist die Sandra und sollte man sie kennen? Erstmal hier ein bisschen. Ich bin ganz schön aufgeregt, ob ich das Turnier wohl gewinnen kann. Ihr macht auch mit? Vielleicht mit etwas mehr Übung. Oh. Jetzt sei doch nicht so. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder? Oh, sieht aus, als wäre ich dran. Bin gleich wieder da. Wait, ist das... Ist das Pflicht, damit zu machen? Gina teilnehmen. Ha. Du bist ganz gut in diesem Spiel, oder? Ja, schon. Aber auch gut genug für mich? Brofist einfach. Finden wir es raus. Will ja nicht sagen, aber... Du willst auch teilnehmen? Friendzoned. Nein, wartet, Brozoned. Ja, eure Spiele haben mich schon immer interessiert. Also, ich melde mich mal an. Ich bin wirklich untröstlich. Aber Tiere sind zur Teilnahme am Turnier leider nicht zugelassen. Oh. Wie bitte? Sehe ich etwa aus wie ein einfaches Haustier? Das ist schon Mobbing. Nimmst du teil? Was denkst du denn? Ich lass mir doch die schnicken Preise nicht entgehen. Aha. Sag mal, willst du dich gar nicht umziehen? Truett ist immer noch an. Meinst du den Anzug? Den habe ich richtig ins Herz geschlossen. Steht mir gar nicht schlecht, oder? Fast wie ein richtiger Seebär. Der Schalter ist frei. Dann mal los. Oh, Junge. Ich glaube tatsächlich, dass man von der Hauptstory daran teilnehmen muss. Interessant. Jetzt fackel nicht lange, Cloud. Die Preise gewinnen sich schließlich nicht von selbst. Wenn du beim Turnier mitmachst? Ist, ne? Feuere ich dich an. Okay. Aber kann ich hier sonst noch irgendwo hin? Ah, da, genau. Hier wären wir sonst wahrscheinlich rausgekommen. I see. Wir sollten mit einem. Soll ich dir meinen alten... Na gut, dann... Nehmen wir mal teil, I guess. Wünschen Sie, am Blut der Königin-Turnier teilzunehmen? Ja! Wären Sie dann so gut, mir Ihren Namen zu verraten? Cloud Strife. Oh, Herr Strife. Wunderbar. Kennen wir uns? Ich habe hier nämlich eine Nachricht für Sie. Für mich? Ja. Dürfte ich sie Ihnen vorlesen? Es freut mich, dass du deine Reise mit Blut der Königin zu genießen scheinst, Cloud Strife. Weiter so, mein Freund. Gib dich ganz dem Blutrausch hin. Gezeichnet ein freundliches Phantom. Junge, Junge. Da war die Lusche. Leidenschaftliche Nachricht, nicht wahr? Ist das ein Fan von ihm? Gut, dann sind Sie ein Fan wert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Turnier. Das ist einfach schon eine Obsession von dem Typen. Vorhang auf für unser allseits beliebtes Blut-der-Königin-Turnier. Wie? Die Katoreros stehen bereits in den Startlöchern. Wem wird es gelingen, sich die begehrte Siegertrophäe zu sichern? Als ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, sie durch das spannende Geschehen zu begleiten. Und nun viel Spaß! Blut der Königin-Turnier. Du hast dich für das Blut der Königin-Turnier angemeldet. Behaupte dich in 5 Runden gegen deine Kontrahenten, um als Sieger hervorzugehen. Gewinnst du eine Partie, steigst du in die nächste Runde auf. Verlierst du hingegen, kannst du noch einmal gegen denselben oder gegen einen anderen Gegner antreten. An der Rezeption links kannst du Karten kaufen, an der Rezeption rechts kannst du dich vom Turnier zurückziehen. Die Regeln für Blut der Königin findest du im Hauptmenü unter Kartendecks. Deine Entscheidungen während des Turniers haben keinen Einfluss auf deinen Katorero-Rang. Der Weg an die Spitze ist beschwerlich. Er will Schritt für Schritt begangen werden. Und mit erhobenem Haupt. Ach so. Das ist dann quasi, wenn ich keinen Bock habe oder so blöd dafür bin, ja? Kann ich zurücknehmen. Okay. Wir beginnen mit der ersten Partie. Bei Gina herzlich willkommen. Die Gegner leid. Auf der Suche nach Karten. Sie ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Kommt drauf an, was haben sie denn? Boah, nehme ich ja mit. So wie damals mit den Pokémon-Karten. Hauptsache, man hat alle. Und nun zur zweiten Partie. Chatley holt sich den Sieg. Und es hat oh nö, Chatley, really? Ich glaube, ich habe hier nur eine Person zur Auswahl, oder? Oh, ja. Das ist das A
weiter zur dritten. Barrett hat gegen Shetley verloren. Das nun hier. So läuft das in der vierten Partie. Tifa ist mit allen Wassern gewaschen. Ein neuer Stern am Spielerhimmel. Aris okay. Steht mit dem Rücken zur Wand. Vegeta macht sie sich noch befreien. Ja, komm Aris, du schaffst das. Das ist der aktuelle Stand des Turniers. Die Spannung steigt, meine Damen und Herren. Also, bleiben Sie dran. Okay, also Tifa ist weiter. Aris wahrscheinlich auch. Barrett erstmal gegen Shetley abgelost. Geil. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir werden... Oh mein Gott, wir haben einen Fanclub. Felix, lass uns nachher einen trinken, oder? Oh, du bist mein Gegner? Wird bestimmt voll cool. Ich heiße übrigens Felix. Freut mich, Mann. Yo, Bro. Was geht ab? What's poppin'? Siehst ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Lass mal die Sonne rein, Mann. Können wir anfangen? Ja, eben. Klar, von mir aus immer. Also dann. Fiesta Catorero. Caramba. Wir werden keine Freunde. Im Rang her sollten wir, glaube ich, sogar besser sein. Ich glaube, ich kann meinen Deck aber so lassen. Denn was bist du? Mit der Soma. Du siehst yummy aus. Obwohl, wir haben halt einige, ne? Wartet. Geht's? Die finde ich immer noch nicht so geil, die Karte, weil die halt nicht nach vorne weggeht. Versuchen wir es mal so. Keine Preise. Ich werde euch alle abzocken. Ich finde das Spiel chillig. Da redet jemand mit mir die ganze Zeit. Ich fühle mich beobachtet. Gut. Ich weiß, das ist die Musik, aber still. Oh, Brody. Ich hab eine. Damit kommen wir nicht weit. Eine Karte, die mir nach links geht. Ich muss diese Karten, die nach links gehen, einfach entfernen. Die sind meistens wirklich leider nutzlos. Versuchen wir es so. Gut. Dann mal los. Habe ich mittlerweile zu wenig Einser? Kann das sein? Damit kann ich arbeiten. Also gut. Womit fange ich am besten an? Felix hat das Heft trotzdem fest in der Hand und lässt es seinen Gegner auch spüren. Digga, du hast gleich was ganz anderes in der Hand. Trotzdem würde ich mir im Hintergrund Wissen von Aris wünschen. Versuche ich es hiermit? Auch mit Zack. Oder damit? Allein, weil ich meine möchte unbedingt Trumpf wissen. Ich, mir auf. Ich möchte halt unbedingt wissen, ob sie sich da wirklich dran erinnert, beziehungsweise. Ja. So denkt sie, er ist tot. Ich meine, weiß sie, er ist eigentlich tot im Original so. Weil im Original war es ja so, dass sie nie wieder was von ihm gehört hat. Und halt das Schlimmste leider befürchten musste. Mit der könnte ich auf jeden Fall zurückgehen, aber ich habe gerade nichts, was nach oben geht, gell? Was mich hier irgendwie davor retten kann. Ich kann halt die einfach nehmen. Bereit. The Crisis Core war halt von der Story weitaus trauriger als das Original. Final Fantasy VII fand ich. Felix hat offensichtlich seine Konzentration eingebüßt. Und wie komme ich da am besten hin? Der Sieg ist mir sicher. Und ich fand es cool, dass sie das auch quasi neu aufgelegt haben als HD-Remaster. Nochmal vor Rebirth. War halt schon gut. War wirklich gut. So kann's weitergehen. Nur das Ending an sich war halt same. Genauso traurig. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das erklären am Anfang vom Spiel, dass Zack auf einmal lebt und
in Midgar war, beziehungsweise Aeris in seinen Armen gestorben ist. Nur dramatisch so, yay, wir hatten kurz Hoffnung, 3 Sekunden, also nee, Alter. Ich halte mich nicht zurück. Hoffnung gibt's nicht, ha? Ich bin am Verlieren? Maybe, Dude, maybe. Das könnte funktionieren. Würde mich halt interessieren. Beziehungsweise allgemein, wie es weiter vorgeht, doch 2 verschiedene Zeitlinien. Was komplett anderes. Ich hab keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt. Die sollte ich hinpacken, einfach aus Prinzip. Bereit. Kann sein, dass wir die Mitte verlieren, aber ansonsten oben und unten. Also oben kann er eh nichts mehr legen. Stellt Felix sich hier etwa wirklich gerade schlafend? Tja, die beiden bringen uns gerade leider nichts. Wir bräuchten eigentlich noch eine. Ich meine, es reicht zum Gewinnen. Ich halte mich nicht zurück. Glaube ich. Erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Sieht gut für mich aus. Oh, ich krieg sogar noch eine Karte. Geil. Der Sieg ist mir sicher. Yep, ist er. Könntest ruhig einen Gang runterschalten bei einem Anfänger. Unglaublich. Hol leiser. Du hast bei diesem Turnier genauso mitgemacht wie ich, Brudi. Selber schuld. Jedenfalls, sie ändern halt einiges im Remake ab, was richtig cool ist. Bislang ist die Entwicklung mega und ich habe noch Hoffnung auf ein eventuell Happy End. Oh. Zack und Aeris verdienen sich, okay, was? Sie verdienen ein fucking Happy End nach Crisis Core und alles. Zu erwarten. So, really. Sie verdienen ein Happy End. Ich gratuliere. Also dann, unser glücklicher Gewinner wird bereits am Anmeldeschalter erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie OG 7. Ist das nichts? Barrett sind, ja. Okay, das ist doch das Gleiche. Aber ich dachte, es geht noch weiter. Die erste Runde haben Sie ja mit Bravour gemeistert, Herr Strife. Herzlichen Glückwunsch. Auch für die zweite Runde. Toi, toi, toi. Die erste Runde ist hiermit beendet. Auch in der zweiten Runde bleibt es spannend, meine Damen und Herren. Ah, jetzt kann ich meinen aussuchen, wie es aussieht. Laut seine nächsten Gegner suchen. Auf wen wird seine Wahl wohl fallen? Okay. Wir könnten gegen Barrett spielen. Wir beginnen mit der ersten Partie. Gina, wie es aussieht. Aber wen können wir noch herausfordern? Oh, hier geht's raus, okay. Oh, scheiß aufs Kartenturnier, ich leg mich einfach hin und chill. Oh. Ich bin wieder in Urlaub. Hey, das ist sad. Ich kann doch nicht Aeris abzocken. Dann wiederum, nimmt sie es übel, wenn wir sie abzocken? Oder freut sie sich, wenn wir sie abzocken? Oder ich... Du gewinnst, das spüre ich! Zeig denen, was eine Hacke ist, Klaus! Lust auf eine blutige Nase? Machst du Witze? Sehe ich etwa so aus? Alles klar. Dann brauche ich mich ja nicht zurückhalten. Oh mein Gott, sie wird uns hassen. Das will ich doch schwer hoffen. Na dann, los geht's. Aus Prinzip. Also wenn ich gewinne, Date und so, ne? Deck ändern. Welche Karte waren das, welche nochmal so blöd war? Komm schon. Ne. Die da, scheiße. Shiva ist halt leider auch nicht so geil. Ich liebe Shiva, Shiva beste. Aber die Karte ist halt echt dumm. Leider. Was ist das für eine neue gewesen? It me. Gedankenschindler.
Die haben halt alle nicht so viele Punkte. Hier sind da schon die Zweier. Nehmen wir so einmal dazu. Weil ich die Dreier halt echt nicht... Ja, wir brauchen halt nicht so viele Dreier. Also so schnell kriegen wir das gar nicht voll. Das sieht nommig aus. Glaube ich. Haben wir noch irgendwie ein paar gute Einser, die ich nicht benutze? Das kann man maybe... Obwohl, es geht auch nach links, ne? Ah. Besser ist. Die gibt halt mehr Punkte, aber die hier hat einen größeren Spielraum. Dann wiederum haben wir auch so viele Zweier, die wir wahrscheinlich auch alle nicht brauchen. Ich brauche wahrscheinlich weder die ganzen Dreier noch die ganzen Zweier, aber was soll's. Ich will Aris nicht auseinandernehmen. Oh, wow. Versuchen wir es mal so. Gut, dann mal los. Was sind diese blauen Knöppel? Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten gegnerischen Karten. Okay, die sollte ich also nicht hier am Anfang spielen. Könnte schmerzhaft werden. Dann zeig mal, okay, was du kannst. Gerade kann ich gar nichts, Aris. To be fair. Ich halte mich nicht zurück. Brillant! Man kann vor Cloud Scharfsinn nur den Hut ziehen. Nehme ich die oder die? Es sieht so aus, als gingen Aris die Züge ganz leicht von der Hand. Ich bin mir halt unsicher. Da würde nach oben den Effekt gehen. Ha. Wir gehen halt die Karten aus. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Aris geht geschickt in die Offensive. Beeindruckend. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich keine Karten habe, die nach rechts hier gehen. Ich kann nur die hier setzen gerade. Aber dann wird sie mir die hier nachher wegnehmen. Ich habe nur scheiß Karten, Kinders. Dann geht die auf null. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Der Sieg ist mir sicher. Nee, mich. Sieht für mich aus, oder? Jetzt kommt es drauf an. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, Aris zockt uns ab. Ich halte mich nicht zurück. Brillant! Wenn ich keine Einserkarten habe, mal wieder! Ich sag hier, wir wollten eigentlich viel mehr Einserkarten. Die oder die? Ja. Das bringt so nichts. Ich kriege halt immer die Karten, die ich nicht brauche. Und die war auch blöd. Ich brauche nicht so viele von denen. Die sind einfach nicht tragbar.
Der geht eigentlich immer. Ich habe halt leider echt nicht so viele Punkte. Yeah, maybe. Okay, auf ein neues. Hat keiner gesehen. Damit könnte ich, glaube ich, arbeiten. Ich versuche trotzdem den rauszunehmen, gut, falls dann mal los. Ich dann noch einen Einsack krieg. Neues. Nice. Okay. Damit können wir arbeiten. Dann zeig mal, was du kannst. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Trumpf, Digi, welcher Trumpf? Geben unser bereit. Bestes. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. No. Es sieht so aus, als gingen Aris die Züge ganz leicht von der Hand. Dann wiederum will ich gar nicht, dass sie verliert. Kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Nehme ich die oder die? Ich geb mich. Nicht geschlagen. Ob Cloud es schaffen wird, sich aus dieser Lage zu befreien? Ja, sie kann eigentlich nichts mehr machen. Aris geht. What are you talking about? Beeindruckend. Der Sieg ist mir sicher. So kann's weitergehen. Nehme ich die oder die? Jetzt kommt es drauf an. Ich halte mich nicht zurück. Cloud lässt sein Gegner. Sie kann halt nur noch eine Karte setzen. Ich werde sicher gewinnen. Ich hab's im Gefühl. Aris geht geschickt in die Offensive. Beeindruckend. Bereit. Ich will ja nichts sagen, gar aber. Nicht gut. Aber ich werde kämpfen. Aris ist ein wenig in Bedrängnis geraten. Nun. Ich halte mich nicht zurück. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln. Wie ein Wolf auf der Jagd. Das könnte funktionieren. Gar nicht gut. Aber ich werde kämpfen. Sie haben sie einfach auseinandergenommen, und Jo. Ich hoffe, sie nimmt es uns nicht übel. So, Aris hasse ich jetzt. Das war's mit deinem Date. Das ist doch Barrett. Nein, nicht Barrett. Mensch. Typisch Cloud. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. I'm sorry. Sie hasst uns jetzt einfach. Ich wollte einfach nur mit dir spielen, okay? Wir beginnen mit der ersten Partie. Gina kämpft sich mit einem unerbittlichen Sieg. Ich habe sie quasi aus dem Turnier befördert, ne? Ich bin ein Unmensch. Die zweite Runde konnte ich ebenfalls sehen lassen, Herr Strife. Hat er ein Tattoo von uns im Gesicht? Ich hoffe, Sie kommen auch nach Runde 3 mit einem Sieg in der Tasche wieder zurück. Das Ende der zweiten Runde so, ist oh mein Gott, ich bin so ein Fan von dir. Ich muss mir jetzt mal ganz schnell ein Tattoo stechen lassen im Gesicht, was jeder sehen kann. Für die dritte Runde. Ja, okay. Denn, wen wird Cloud wohl als nächstes herausfordern, meine Damen und Herren? Materia. Sie mit. Alle verstärkte Abwehr. Die beiden liefern sich ein hitziges Gefecht um die Krone. Oh. Am Ende siegreich sein. Also jetzt habe ich, glaube ich, nur zwei zur Auswahl. Tiefer? Nein. Oh, hallo. Ich muss gar nicht wissen, wie der andere Gegner ist. Na, sieh mal einer an. So trifft man sich wieder. Hey, simple girl. Okay. Du wirst mich und meine gefühlvollen Hände doch wohl nicht vergessen haben. Dabei habe ich wirklich alles gegeben, als ich dich bei der Massage rangenommen habe. Jetzt wird's schießen. Wie könnte ich?
Das war eine prägende Erfahrung. Aber darum geht es ja gar nicht. Warum sind Sie hier? Für eine Kreuzfahrt? Leider nicht, aus beruflichen Gründen. In Midgar sind nämlich die Geschäfte eingebrochen. Hm. Deshalb will ich in Costa nach potenziellen Geldgebern suchen. Verstehe. Aber genug geplaudert, mein lieber Freund. Warum lassen wir nicht endlich unsere Hände sprechen? Das hört sich gut an, Miss Zwinker. Wenn ich gewinne, kriege ich eine Handmassage, ja? Premium. Geil. Ich frage mich trotzdem, ob das Spielbrett irgendwann nochmal größer wird. Kann ich damit arbeiten? Weil hier alleine ist halt... Ja, das müsste halt nochmal zwei weitergehen, ne? Oben und unten jeweils eine. Glaube ich. Ups. Hoppa, hoppa, ja. Gut, dann mal los. Standard-Move. Oh, wir haben zwei davon, cool. Mal sehen. Ist das Neueste? Mit welchem Programm soll ich's versuchen? Welchem Programm? Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Der Sieg ist mir sicher. Brillant. Man kann vor Klaubs Scharfsinn nur den Hut ziehen. Nee. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Oh ja, Diggi. Hab ich denn eine Dreier? Hab ich. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich knete dich so richtig durch. Madame M beweist einmal mehr, okay, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Das hat sich so falsch an. Das Ding ist halt, kann halt hier oben mich wegbumsen. Hier unten kann ich halt eigentlich noch was dagegen machen mit dem Dreier. Nur hier ist halt dann plus 3. Ich habe sonst keine 1er. Schwierig. Ich könnte halt oben aufgeben. Aber wir haben quasi die Mitte schon verloren, gell? Oh, fuck. Ha! Well, this escalated quickly. Ja, ich muss eigentlich die machen. Bereit. Das Glück scheint mir heut zu sein. Ich geb mich nicht geschlagen. Ich halte mich nicht zurück. Meine Damen und Herren! Jetzt schlägt vielleicht hat sie keinen nach links. Warte nochmal. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Madame M beweist einmal mehr, dass sie ihre Kunst. Das können wir gleich neu starten. Das reicht leider nicht. Ich sag ja, das ist viel Glücksspiel, was für Karten man auch bekommt, ob die reichen. Ich nehme den Dreier trotzdem mal. Habe ich ihn heute mit der Pausetaste trotzdem mal raus. Dann mal los. Was macht die? Weil das hat auch was Rotes, aber die Rote scheint nichts zu machen. Ah, doch. Die von gegnerischen. Das heißt, wenn ich die nach rechts mache, wird es, glaube ich, nach rechts reduziert. Wie ich das nicht verstehe. Mal sehen. Mit welchem Programm soll ich es versuchen? Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Der Sieg ist mir sicher. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich knete dich so richtig durch. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Das wirkt so falsch. Blöde ist, ich habe halt auch gerade nur eine Zweierkarte. Und mit der kann ich nichts machen. Bereit. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Jetzt kommt es drauf an. 7. Eine 7. Ich halte mich nicht zurück. Hoppla. Sieht aber nicht gut für dich aus. Was soll das denn heißen, Dicker? Juckt es dir auch schon so in den Fingern?
Madame M beweist einmal mehr, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Ein herber Schlag für Cloud. Ob er sich davon erholen wird? Ich gebe mich nicht geschlagen. Geht so bis Mittel. Ich hab dich fest in der Hand. Hörst du? Ich knete dich so richtig durch. Madame M lacht siegesicher und es ist nicht zu überhören. Ich habe halt wieder nur diese Bullshit-Karten, die mir hier in dieser Situation absolut gar nichts bringen, ne? Weil sie wieder nicht nach rechts gehen. Okay. Ich denke, das Deck an sich ist nicht das Problem. Einfach so das Glück, was ich gerade habe. Ich meine, brauche ich... Oh mein Gott! Brauche ich unbedingt... Gut, dann mal los. Großfeuerkarten. Sie hat halt sehr hohe Karten. Würde sich die Stärke von verbündeten Gegnerischen... Okay. Damit kann ich arbeiten. Mit welchem Programm soll ich's versuchen? Ich muss auf jeden Fall erstmal höher... Etwas Luft zu. Bereit. Karten bringen. Brillant! Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Ich krieg hier halt gerade keine Zweier. Es sind alles nur einer. Macht's halt gerade nicht leicht. Ich halte mich nicht zurück. Ich krieg nur eine Karte. Keine plus zwei. Ich knete dich so richtig durch. Madame M beweist einmal mehr, dass sie ihre Kundschaft durchzukneten weiß. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Die Madame fächelt sich lässig etwas Luft zu. Boah, ich krieg's halt nicht hin. Ich krieg halt hier unten wieder keinen hin. Der Sieg ist mir sicher. Was für ein genialer Zug von Cloud. Wahrhaft eines Meisters würdig. Ja, nee, mich. Juckt es dir auch schon so in den Fingern? Madame M's Fächer bebt. Und zwar... Mein Gott. Was mache ich hier wieder falsch? Karten. Ich habe halt nicht hohe Karten. Also die Karten, die ich habe, sind nicht gut genug. So, von der Stärke. Die extrem painful gerade. Ich komme halt einfach nicht dagegen an. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war doch nur Glück. Cloud hat eine knappe Niederlage eingesteckt. Es kann leider immer nur einen Sieger geben. So, meine Damen und Herren, wie wird das Turnier für Cloud? Dann gucke ich trotzdem mal, wen wir noch haben. Noch einmal mit dem letzten Gegner. Tiefer? Ach, Tiefer ist gerade gegen Gina, okay. Aber irgendjemand ist hier noch. Widmen wir uns wieder den laufenden Partien. Wir beginnen mit der ersten Partie. Wo ist das? Oh. Ja, komm, nimm mal mit. Ist eine Weile her, nicht wahr? Ja. Keine Angst. Ich bin nicht für ein Tänzchen hier. Zumindest keins mit den Füßen. No. Ach so. Es sei denn, du verlierst. Vielleicht hat der angenehmere Karten für uns. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe nie irgendwie was Passendes, um gegen die vorzugehen. So, schauen wir mal. Und dann kriege ich natürlich nur so Karten, die mir gerade echt absolut nichts bringen. Gut, ja. Dann mal los. Na dann, möge die Show beginnen. Schauen wir mal, ob ich dich einfach abzocken kann.
Meinen bei dir lenkt mich nicht deine starken Massagehände ab. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Keine Ahnung. Auf eine unvergessliche Partie. Anyan scheint sich seiner Sache mehr als sicher zu sein. Ich hatte mir mehr von dir erhofft. Was laberst du, Digga? Ich werde mit Anmut gewinnen. Bereit. Weiter so. Übernimm die Führung. What? Anjan scheint sich seiner Sache mehr als sicher zu sein. Hat er nicht gemacht. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Ich werde mit Anmut gewinnen. Jetzt kommt es drauf an. Der Sieg ist mir sicher. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen. Ob das Glück ihm hold sein wird. Ich halte mich nicht zurück. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Sieht gut für mich aus. Bereit. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Ja, ich weiß, eigentlich haben wir schon gewonnen, aber es geht mir hier ums Prinzip. Seht ihr? Bei Madame war ich nur abgelenkt von ihren Händen. Das könnte funktionieren. Okay. Ich halte mich nicht zurück. Du verstehst es, einen gut zu unterhalten. Anjan muss jetzt auf ein Wunder hoffen, ob das Glück ihm hold sein wird. Sieht gut für mich aus. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich muss schon sagen, du bist etwas ganz Besonderes. Ob am Spieltisch oder auf dem Tanzparkett, du weißt zu überzeugen. Sieh jetzt erst, du bist ein echter Star, mein Lieber. Leuchte für uns. Der Sieger heißt Cloud. Das verdientermaßen. Also dann, unser glücklicher Gewinner wird bereits am Anmeldeschalter erwartet. Credo. Herzlichen Glückwunsch mein Gott, zum Bestehen der dritten zum Runde Fanboy. Für die vierte Runde drücke ich ihm ebenfalls die Daumen. Auch die dritte Runde ist hiermit vorbei. Das Finale ist nun nicht mehr weit. Bühne frei für Runde 4. Das Halbfinale. Cloud hat sich die Halbfinale? Okay. Wird seine Glücksträhne anhalten. Wissen dann. Wartet niemand anderer als Chatley auf ihn. Freuen Sie sich auf eine packende Partie. Bitchfight! Eris, du schaffst das, ich glaube an dich. Okay, wen soll ich auseinandernehmen? Ah, Chatley, da war ja was. Cloud, wärst du so gut gegen mich anzutreten? Du spielst auch mit? Ja. Also Aris ist noch im Turnier, okay. Oh, Tifa und Barrett will nicht. Und wie war dein Eindruck? Mein einzig würdiger Gegner bist du. Aber auch du bist nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg zum Turniersieg. Dann beweis das mal gegen mich. Freu dich mal nicht so früh. Natürlich. Ich erteile dir gerne eine Lektion. Los geht's. Das heißt, ihn müssen wir jetzt besiegen, gell? Gibt keinen anderen Gegner. Okay. Okay, I'm ready. Zieh dir Windeln an, Chatley. Warte, pinkeln Roboter überhaupt in die Uhr? Ah, keine Ahnung. Für den Anfang geht das. Oh mein Gott. Es ist einfach drin, ja. Flug. Das ist immer noch eine der besten Startkarten. Der macht mich nach. Der Sieg ist mir sicher. Oh, fuck. Sieg geht gleich nach rechts, nicht grad. Ich bin ein Herzfrequenz. Beginn der Partie. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Bereit. Brillant. Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Chatley scheint sich böse verrechnet zu haben. Ich halte mich nicht zurück. Ich kann immer noch die hier setzen, wenn er mich jetzt da oben... Gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Nee, Digga, ist nicht.
Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Das könnte funktionieren. Was ich habe, ist gerade da oben. Aber ich habe noch die 3, das heißt, die sollte eigentlich reichen. Der Sieg ist mir sicher. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Müsste reichen. Außer er haut jetzt unten noch sonst was rein, also eine 5. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Oh! Sieht gut für mich aus. Oh, nevermind, hab ich nicht. Ich hab nichts gesagt. Kann nichts mehr machen, ne? Dann hoffen wir mal, dass. Ja. Oh mein Gott. Das reicht. Chadley scheint jeden seiner Züge genau vorausberechnet zu haben. Unglaublich. Wie ist so etwas möglich? Wieso denn 11? Das sicher noch drehen. What? Du fucking. Das ist ein Roboter, der hat gecheatet. Er hatte gecheatet. Wie hat er denn... Wie? What the fuck? Gut, dann mal los. Nee. Oh, ich habe auf einmal 5 mehr. Boah. Für Chadley scheint alles exakt nach Plan zu verlaufen. Digga, scheiß auf Chadley. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Nee. Der Sieg ist mir sicher. Datenanalyse. Siegeschance 100%. Chadley sucht händeringend nach einem Weg, sich zurückzukämpfen. Bereit. Geht so bis Mitte. Schonungslos in die Mangel. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Sehr gut. So kann's weitergehen. Das kommt unerwartet. Korrigiere Berechnung. Chadleys Taktik ist fehlerlos. Ich hasse diesen Typi. Cloud hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er kämpft erbittert weiter. Scanne gegnerische Herzfrequenz. Beginn der Partie. Chadley scheint jeden seiner Züge genau vorausberechnet zu haben. Der Sieg ist mir sicher. Cloud kämpft erbarmungslos und mit allen Mitteln, wie ein Wolf auf der Jagd. Chadley scheint am Ende zu sein. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Ich halte mich nicht zurück. Der reicht. Unglaublich. Da reicht. Ist so etwas möglich? Das könnte funktionieren. Da reicht. Der Sieg ist mir sicher. Oh, da kann ich auch noch einen. Lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Chadley scheint am Ende zu sein. Ab. Solche Fehler unterlaufen ihm normalerweise nicht. Was machst du sonst denn? Cheats. Wie ist so etwas möglich? Sieht gut für mich aus. Ja, ein bisschen übertrieben, maybe. Und wieder einmal hast du auf ganzer Linie überzeugt, Cloud. Ich drück dir die Daumen für den Turniersieg. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales, Herr Strahl. Cloud hat es tatsächlich geschafft und steht nun im Finale. Dort wird er auf seine bislang stärkste Gegnerin treffen. Schafft er es, Gina von ihrem Thron zu stoßen? Oder wird die Regentschaft der Kartenkönigin fort? Oh, vielleicht sollte ich da lang. Okay. Ihr setzt mich alle unnötig unter Druck. Oh mein Gott. Ihr habt viel zu große Hoffnung in mich. Oh mein Gott. Du bist also der Champion. Allerdings. Mein Name ist Gina Königin. Du darfst mich aber auch Gina die Geniale nennen. Meinst du das ernst? Klar.
Ich habe bislang noch jeden besiegt. Wirst ja schon sehen, wenn ich dich abserviert habe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich sag mag nicht, sie nicht. Ich hätte dich nicht gewarnt. Auf geht's. Sogar Madame Emma ist da hinten. Ha. Ah, easy. Dich zocken wir auch noch ab. Vielleicht, glaube ich, maybe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schwer du bist. Oh mein Gott, das ist jetzt einfach drin. Okay. Gut, dann mal los. Schön. Mach's wenigstens etwas spannend, okay? Ich mag die Alte nicht. Bereit. Überhaupt nicht. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Oh mein Gott, Vibe. Dann zeig mal, kann ich dich einfach umbringen? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Cloud nimmt sein Gegenüber schonungslos in die Mangel. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Der Sieg ist mir sicher. Ja, die weiß nicht. Mal Glück, was? Was? Ich überlege halt gerade, wo es mehr Sinn macht, drauf zu gehen. Bräuchte ich für zwei. Das Ding ist, dass dann halt nur einer, keine zwei. Der eine bringt mir, glaube ich, nichts. Ich möchte etwas nach oben rechts quasi, dass ich hier noch was reißen kann. Den würde sie mir wegnehmen, glaube ich. Das wird mir jetzt auch nichts. Was für ein genialer Zug von Cloud! Wahrhaft eines Meisters würdig! Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast! Gina haben sie wickelt ihr nicht gegenüber mehr spielend um den Finger. Sie hat halt nicht mehr gute Karten. Also die Karten sind nicht gut. Die sind sehr low. Gut, dann mal los. Ich hab den richtigen Knopf gedrückt. Mach's wenigstens etwas spannend, okay? Ginas Genialität scheint absolut keine Grenzen zu kennen. Brillant! Man kann vor Clouds Scharfsinn nur den Hut ziehen. Gina brilliert mit ihrem Spiel, wie nur sie es kann. Ich hab mich nicht zurück. Also gut. Willst du schnell oder langsam verlieren? Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Der Sieg ist mir sicher. Endlich mal etwas Spannung. Sehr gut. So kann's weitergehen. Die Mitte habe ich halt eh schon quasi verloren. Das Ding ist... Den können sie mir halt wegnehmen. Ich leg gerade erst los.
Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. So wird das nichts. Ich halte mich nicht zurück. Ja, oben habe ich, aber... Mitte kann es vergessen. Unten kommt es darauf an, was ich noch kriege. Müsste reichen. Der Sieg ist mir sicher. Gebe ich sogar noch drei. Sollte reichen, ja. Ich halte mich nicht zurück. Cloud lässt seinen Gegner nicht zur Ruhe kommen. Aber mich hat doch jeder besiegt. Oh. Okay. Du hast es nicht sonnig. Gut, Vibe. Aber wie ist das möglich? Mir fehlen die Worte. Der Sieger des Turniers heißt tatsächlich Cloud. Damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Und der Jubel kennt keine Grenzen. Ein packendes Turnier liegt hinter uns, verehrte Gäste. Kommen wir nun zur feierlichen Siegerehrung. Applaus für... Jetzt mal nicht so vorschnell, meine Lieben. Ich fordere ein Duell. Oh mein Gott. Ich kündige. Ich kündige einfach. Das Gehen auf zwei Beinen ist eine Kunst für sich. He tried. Das tut sicher nicht. Jemand unseren Champion herausfordern. Ob sein Wunsch wohl Gehör finden wird? Und was hat unser Mr. X überhaupt zu bieten? Die Luft knistert vor Spannung. Red. In meiner normalen Gestalt wollte man mich hier nicht spielen lassen. Aber in dieser Kluft bin ich perfekt getarnt. Ja, weiß nicht. In welcher Welt lebst du? Sind Furry. Vielleicht durchschaust du meine Tarnung, alter Freund. Die anderen jedoch nicht. Also, ist ja auch egal. Trittst du jetzt gegen mich an, Cloud? Oder willst du kneifen? Verzichte dankend. Für heute habe ich mehr als genug. Cloud, los jetzt! Du schaffst das, Red! Ho, ho! Halt rein! Der tapfere Cloud scheint sich auf das Match einzulassen. Gut. Freuen wir uns auf ein letztes Gefecht. Ich komme mal alleine, weil Red so eine Passion hat und unbedingt spielen will. Erfüll ihm doch seinen Wunsch. Na schön. Tragen wir es aus. Jo. Gut, wie sehen die Karten aus? Geht so bis Mitte. Schauen wir mal. Möge das Spiel beginnen. Komm mal her. Freut sich sogar drauf. Dich zu besiegen. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Natürlich hat er Wolfkarten. Duh. Habe ich das überhaupt? Da oben. Oder soll ich mich auf unten konzentrieren? Hier komme ich halt nicht weiter. Also so oder so nicht, weil es... Da fährt ihr da oben schon so viel. Der Sieg ist mir sicher. Schön. Ich gebe mich nicht geschlagen. Zwei, drei. Okay, komm ich halt nicht oben zurück. Weit auf Meer. Ich habe die Oberhand. Maybe. Wie zu erwarten war. Wo denn bitte? Oh, jetzt hat er mich gerade weggepupst? Er hat mich weggepupst.
schön. Der Sieg ist mir sicher. Das ist mir viel zu einfach. Kommt da noch was? Ich geb mich. Nicht geschlagen. Du willst du eigentlich von mir? Bereit. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Sieht gut aus. Ja, ja, Digga, ich sehe schon. Oh nein, du bist so unheimlich. Wuhuhu. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Das könnte funktionieren. Kannst du doch gar nichts mehr machen. Das ist mir sicher. Sieht gut für mich aus. Oder sehe ich da irgendwo? Oh, er sagt nichts mehr, okay. Ich halte mich nicht zurück. Er hat es realisiert. Ein ist immer noch ein Tier. Ist am gefährlichsten, oh, oder nicht? Wenn es in die Enge getrieben wird. Ja, du bist lost. Das könnte funktionieren. Das tut mir schon fast leid. So komplett abgezockt. Keine Sorge, du kriegst ein Leckerli. Ich räume meine Niederlage ein. Du bist wirklich stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. Wann hast du dir das alles beigebracht? Ein Jäger späht seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat ja gut funktioniert. Liebes Publikum, der Gesamtsieg geht an Cloud Strife. Nice. Mit deiner Finesse hast du uns alle verzaubert und dir diese Trophäe mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch. Die graue Tiefe, okay. Wenn es am schönsten ist, Gott, nicht nice wahr? Stuff. Das Turnier ist hiermit beendet. Wir bedanken uns herzlich bei allen Cartoreros und Toreras, die teilgenommen haben. Unsere Fahrt nach Costa del Sol verläuft planmäßig. Bitte genießen Sie auch den Rest Ihres Aufenthalts an Bord. Okay. War doch lustig, oder? Ja, ja. Schon. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Du warst wirklich fantastisch. Und jetzt? Falls jemand von die Fähre ankommt? Das Morgen an sich war schon krass. Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls hundemüde. Ja, warum nicht? Was mit dem Dude? Oh no, er hat die Sachen abgelegt. Meh. Das sanfte Schaukeln auf. Wie Red einfach läuft. Ah, oh, schön. Okay, mit welcher Lady darf ich ein Bett teilen? Ich find's übrigens funny, wie Aerith und Red, wie sau sie tiefer von Verwundenheit sind als Tifa und Barret. Huh. Gefällt Ihnen unsere Kreuzfahrt? Okay, vergesst das Date mit Barret, Date mit Red it is, I guess. Ding ist, wo soll ich schlafen? Hier? Wo kommen die Ladies mit? Die nächste Betriebsfahrt zu organisieren. Ist aber halb so wild. Die meiste Zeit werden wir ausspannen können. Vielleicht teilen wir uns allein. Oh, wir sind Frauen. Wir können nicht mit euch in einem Zimmer schlafen. Oh, oh, oh. Da gibt's doch Kisten. The fuck? Sagt aber nichts mehr, oder? Leider nicht. Ah, gut. Red, ey. Ist schon nice. Ja, dann hauen wir uns mal auf so. Sieht nicht besonders bequem aus, aber hey. Sieht gemütlich aus. Okay, seine Standards sind low. Oh.
spricht Ihr Kapitän. Wir haben einen Notfall an Bord. Passagiere werden in ihre Kabinen gebeten. Alles Militärpersonal, versammelt sich bitte sofort an Deck. Mhm. Embarrassed und Alter. Militärpersonal? Das sind wir. Nun, I guess. Außer Barrett, der hat wohl keinen Bock. Du wirst auf dem Deck erwartet. Hier, die Treppe rauf. Hier spricht ihr Kapitän. Okay. Wir haben einen Notfall an Bord. Schnell, nicht das Ding ist... So. Bin ich ausgerüstet? Also ich schon, aber... Red ist... Okay, nein. Gerade ist niemand in meiner Gruppe. Ungetüme, was? Sind die Kutten unten rausgekommen? Oh, ihr seid gekommen. Schnell, hierher. Ungeheuer überrennen das Schiff. In gewaltiger Zahl. Bitte, ihr müsst etwas tun. Ja, geht klar. Ich sehe nach, ob hier unten noch Passagiere sind. Könnte... Du, kannst du helfen? Natürlich. Danke. Hier lang. Ja, also, you got boobs. I like you. Los, komm. Okay, ich glaube, ihr zwei seid sowieso ausgerüstet. Kann das sein? Oder ich bin mir halt unsicher, ob das die beiden waren, die zuletzt ausgerüstet waren. Honestly. Ja, sieht gut aus. Sind ausgerüstet, okay. Ja, dann. Let's go. Welche Typis wollen auf die Fresse bekommen? Geh mal ganz kurz schauen, ob wir hier was noch haben. Aether nehmen wir mit. Ansonsten... Punkte lohnen sich leider noch nicht. Okay. Abenteuerkreuzfahrt einfach. Oh, you can kill. Keine Chance. Oh, los geht's! Auf! Hey, das saß! Abschaum! Attacke! Übernimm das du. Ding weicht einfach aus. Luft ist zwecklos. In Stücke. Wait. Ich wollte gerade sagen, du hast doch aber auch. Tschüss, das war nicht übel. Sachen. Na los, geht klar! Keinen kommen. Übernimm dich nicht. Bin ich jetzt drin? Erhöre dich, Kosmos. Na? Ja, und Giant Drill. Helfen wir mal, Schuldige, es muss sein. Was haben wir hier? Flieg nicht. Ich sollte öfters ein bisschen Magie benutzen, kann das sein? Fehlt, obwohl, ja, an sich. Ich glaube, an sich ist ja sowieso immer, dass jede Materia Punkte bekommt. Hauptsache, sie ist ausgerüstet, Fragezeichen. Wer hat hört? Das mache ich. Ich bin bereit. Einfach mal, weil ich das lernen muss. Das hätte ich gerade her. Nichts überstürzen. Los, nimm das. Oh. Ja, wer hat hört? Ist das alles? Komm schon! Bereit. Ich leg los. Leih uns bitte deine Kraft. Kurz und schmerzlos. Oh mein Gott, Limit. Gut. Leih mir deine Kraft. Die Schützenkreis scheint auch gut zu sein von ihr. Habe ich so das Gefühl. Bleiben wir immer verflucht. Was ich mich frage, kann man zwei aufeinander packen? Das Ende naht. Also... Zeig's uns. What the fuck happened? Wieso ist er tot? Kannst du übernehmen? Mein Auftritt. Was soll das? Jetzt bin ich... raus.
Nein, ich wollte fragen, ob man zwei übereinander setzen kann. Den Schützenden und halt den Doppelten. Übernimm dich. Komm schon! Jetzt aber! Und los! Na ja, gut, no. Überlass das ruhig mir! Schwach! Ah! Lass mich mal! Ja! Dann übernimm. Ich übernehme. Was zum? Verdammt! Überlass das mir! Die sind fies. Bereit? Ja. Auf Wiedersehen. Kann ich eigentlich mal testen? Ab mit dir! Der macht halt. Gucken wir mal einfach. Bedient euch! Okay, man müsste sie beide übereinander setzen können, wie es aussieht. Entschuldige, es muss sein. Tut mir echt leid. Er ist OP einfach. Können beide halt auch funktionieren übereinander? I don't know. Aber wenn, dann ist das halt echt schon sehr stark. Oh nein! Cloud, geh vor! Okay. Warte, alleine? Anja. Digga, du passt besser auf Aris. Und tschüss! Los geht's. Störung ist eigentlich auch cool. Das wird wehtun. Ich hab extra ATP, weil. Wenn man dann trifft, dann wird das. Nein! Wenn du. Okay, you good? Alles okay? Ja, ja! Aber die Biester sind zu den Kabinen durchgebrochen! Schauen wir mal. Mit Glück sind die alle weggesperrt. Also Kiefer, wo ist Aris? Entschuldigung. Nicht mit, verdammt! Ah, goddammit. Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob man das irgendwann austauschen kann. Weiter! Ja, ich bin immer noch nicht so gut dabei. Das sollte reichen. Genau so! Dass nichts überstürzt. Zusammen! Das war toll! Ich bin mir gerade unsicher, ob sie ausgerüstet ist. Oh, sie hat Sachen. Okay. Lass mich mal. Zack. Die ist es gut. Nimm das. Feuer. Wie sieht's aus? Überall sind Ungeheuer. You don't say. Und der Kapitän? Er wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Was? Ich war Ungeheuer? Oh mein Gott, wo siehst du die denn? Okay. Hier lang. Cloud, sieh doch! It's a good nutten. The fuck? Ich glaube nicht, dass sie schmecken. Okay. Ich bin bereit. Okay. Wir fuck. Kein Problem. Was? Er hat. Jetzt gibt's Dresche. Stirb. Komm schon. Yes. Zack, hat er geklappt. Schwach. Ich mach das. Okay. Lass das mir. See what you did there. Ah.
Ihr seid echt fies. Ich zähle auf dich. Die Arbeit wird schmerzhaft. Hat sie wenigstens Vita? Ja. Ich geb nicht auf. Und los. Ja. Gib auf dich acht. Zieh dich zurück. Verflucht. Gott, Dad. Nur wenn ich gerade angreife. Überlass das mir. Der Kampf beginnt erst jetzt. Nachschlagen. Konterfeuer werde ich leider auch nicht wirklich staut aus. Nichts überstürzt. Ich leg los. Es hagelt. Hier geblieben. Das war leider nichts. Es ist aus. Schied. Konzentration! Ja! Perfekt! Da! Ja! Ich irgendwas so. Ich mach das. Schockmäßig? Ja! So, maybe. Wie? Not so yum yum. Die haben es wohl auf die Schwarzkurten abgesehen. Aber warum? Was haben sie da von? Der Angriff ereignete sich in der Nähe von Costa del Sol. Ungeheuer sind plötzlich in das Schiff eingedrungen. Einige Gardisten, die zufällig an Bord waren, bekämpfen sie gerade. Und? Die Ungeheuer haben begonnen, mit Passagieren zu verschmelzen. Gut, dass ihr da überall verschickte Kameras habt. Männern in schwarzen Roben. Mhm. Und die Sicherheitsbehörde meinte, ich solle ihnen davon berichten. Ah. Okay. Ah, zu Recht, zu Recht. Eine neue Variante also. Und dann auch noch basierend auf Fusion. Das bedeutet, dass sie nur die stärksten Gene in sich trägt. Captain, das ist ein epochaler Moment, an dem Sie da teilhaben dürfen. Und selbstverständlich brauchen wir schleunigst eine Probe davon. Was also soll ich tun? Ist so Tweak. Maus immer gut. Wenn Sie mich bei meinem kleinen Experiment tatkräftig unterstützen, bekommen Sie ein hübsches Plätzchen in meinem Labor. Aber markieren Sie sich auffällig, damit ich Sie auch finde. Scheiße, komm sofort wieder zurück! Klang nach Barrett. Schnell! Yep. Ich müsste mich mal heilen. Wait, ich bin immer noch halb tot. Das war nicht genug. Die Typen in Schwarz sind mit den Ungeheuer. Schwarzkotte, wo bist du? Barrett, warte! Barrett! Ich hab's euch gesagt, das wird eine wilde Orgie. I told you. Volle Konzentration. Läppisch. Abschau! So nicht. Yeah. I told you. Ja! Es geht los. Es wird heiß. Das wird so nicht. Zum Angriff, super. Ist das alles? Nee. Jetzt kracht's ziemlich schwach. Weiter. Schlüpfen, sehr gut.
Das Konterfeuer verstehe ich irgendwas nicht. Verstehe ich im richtigen Augenblick, ja, aber irgendwie, keine Ahnung. Hau rein. Nicht so das Gefühl, dass der richtige Moment funktioniert. Nein, nicht schlecht. Okay, Barrett, wo bist du? Wo bist du, Barrett? Und Juffy müsste halt auch noch irgendwo eingesperrt sein. Kaiserhände, ha! Huh. Wait, komme ich überhaupt gerade ins Menü? Komisch. Stürmische Umsturz hat sie gelernt. Gut. Nice. Ich will mal ein bisschen mehr TP. Ich habe das Gefühl, wir haben sowieso viel zu viel Magie, beziehungsweise durch die ganzen Synchroaktionen und so, brauchen wir das eigentlich gar nicht alles. Sondern halt wirklich mehr andere Sachen. Was ist das? Automatischer Einsatz von Spezialfertigkeiten. Spezialfertigkeit ist bei ihr doch Entfesselung, oder? Nee, nicht Entfesselung, das andere. TP-Boost hat sie, glaube ich. Wait, hat sie nicht. Aber so kein TP-Boost mehr. Ausdauer hat sie. Ah, oh, okay. Ja, scheiß mal auf das Schiff. Die Menschen sollten beschützt werden. Auf diesem Schiff, weil die werden alle sterben, wenn das weitergeht. Ha? Ah. Nichts ja, leichter als das. Das sollte reichen. Jetzt! Finis! Genau. Okay. Wo ist sogar ein Level Up? Als ob die alle ignoriert hat, die hier rumfliegen. Sah, nee, wer meint. Geh ich mal noch nicht vorbei. Das macht Cloud schon. Oh, fuck. Dann wollen ich bin wir bereit. Der Creepy. Jetzt! Dann übernimm. An die Arbeit. Mist. Wow. Dämliche Konterfeuer immer so schnell. Und los! Ja. Komm zusammen! Hilfst du mir? Geht los! Eine Lücke! Ha! Klar! Hilfst du mir? Klar! Zusammen! Ja. Stehen! Ich zähl auf dich! Lass mich mal! Was ist Blocking? Keine Ahnung. Was ist das? Ich bin bereit. Übernimm du. Ich leg los. Und sonst noch nicht so viel MP, aber hey. Hilf mir bitte. Nein, nicht. Ich müsste gehen. Ich hab auch gesagt, nicht. Los. Irgendwie, keine Ahnung. Dachte ich, sah, was soll passieren? Entscheiden wir es zusammen. Ist gleich erledigt. Zack, ja. Manche bin ich doof, okay? Na dann. Manche öfters. Ich glaube, das ist Barrett. Hab so ein Gefühl. Nicht, weil da Fat Barrett stand oder so. Nein.
Was haben wir hier schönes im Angebot? Wow, nehme ich alles mit. Warum seid ihr im Angebot? Nee. Da drin. Diese Leute in Schwarz. Wäre cool, was mit Tifa noch zu haben. Gerade wo sie halt dabei ist. Pibos. Soll ich irgendwie gerade nur. Ah! Nahkampfklinge. Geht so bis Mittelgrad, die Sachen. Tief hat, glaube ich, noch nichts wirklich, ne? Nee, tu sie. Pani! Tifa, bist du bereit? Immer doch. Ich kann immer. Ja, nicht wirklich, aber hey, ha? Wird schon schief gehen. Ich seh dich! Barret! Endlich! Wir müssen diesen armen Wichteln irgendwie helfen. Die wehren sich schon nicht. Haltet euch weg von denen! Verschmelzen mit Ungeheuern zu extrem gefährlichen Kreaturen. Es ist meine Pflicht, sie unschädlich zu machen. Oh, wo wieder steht Menü? Nee, ich komme im Bossfight. Oh! Ich hab damit nichts zu tun! Juffi! Das war. Ein Kapitän muss seine Passagiere beschützen. Hey, seht ihr das auch? Die Zeit ist reif. Reunion. Giant Bombs Party. Eben, du bist eh noch nicht volljährig. Sephiroth. Einst gab es ein Monster. Es konnte seine Gestalt beliebig wandeln, um die Menschen zu täuschen. Mal gütig, mal furchteinflößend, wie es gerade nötig war. Und es hörte auf den Namen Genova. Nun! Hey, Mörd auf ihr Kinder, viel Spaß! Mein Einsatz! Na gut. Oh. Wurde schon ungeduldig. Ja. Los, gib ab. Es geht los. Ja. Oh, können wir die richtige Jump-Nummer-Musik sogar nicht geil? Okay, nicht ganz, aber wir müssen. Ich mach das. Gut, ich brauche erstmal irgendwie. Ich bin bereit. Hab einen Überblick. Volle Kontrolle. Ich hab Slow, das ist nicht so gut. Slow ist niemals gut. Auf Nummer 6. Wenn du noch so viel in einer bestimmten Chance wäre, ist schockend für dich. Okay. Schwäche so nie, Alter. Ah. Die Musik ist trotzdem irgendwie cool. Los geht's. Los. Jawohl, geht's rein. Nichts überstürzt. Auf Onkel Barret ist verlassen. Ich kann mich halt nicht. Wirklich. Ein Barret-Spezial! Gute Sachen hier. Zeug für eine Flohstrehfalle! Es geht immer weiter so! Hier bin ich! Mach was draus! Dann mal los!
Na gut. Mein Gott, ich bin gerade irgendwie draußen, sorry. Und tschüss! Wir haben nicht wirklich was zum Heilen, kann das sein? Wir haben kein Gebet. Tifa hat Vita, Cloud hat Vita, Fragezeichen. Das hat viele lustige Augen. Volle Konzentration. Nicht aus der Sichtung. Das sagst du mir. You don't. Okay. Nicht übertreiben. Hat er keine Magie ausgerüstet? Ist es das? Oh, fuck. Stück für Stück. Ich leg auf. So nicht. Nimm das. Übernimm du. Roger, gut, ich das, übernehme. Pack mal mit an. Ich habe nicht das Gefühl, dass da gerade irgendwas passiert ist mit dem Heilen. Ich zähle auf dich. Das passiert. Darf einfach nicht so. Ich gebe nicht auf. Das tut weh. Zusammen. Unterwegs. Und los. Ich sehe dich. Zusammen. Jetzt. Ich bin bereit. This is no fun. Was haben wir hier? Ja, bin ich. Von einem P ausgesetzt. Beides so. Jetzt oder nie. Verzähl! Gut gemacht. Ich zähle auf dich. Hier Schuss kommt Barret! Hey, auf die 12! Ich kann gar nicht so schreien wie kein Mensch, oder? Ich leg los! Nichts passiert! Ich hab keinen MP. Es geht, ich zähle auf dich! Ziemlich hart. Los! Na dann! Na? So wird das nichts! Schwäche ist ja schön und gut, aber... Jetzt liegt es an dir. Auf Onkel Barret ist Verlass! Ja, vielleicht meine Schuld, dass ich nicht nochmal ins Menü bin, okay? Verzieh dich! Da geht noch was! Ha! Ich zähl auf dich! Überlass das mir! Zum Angriff! But she got limit. Nice, damit kann ich arbeiten. Und tschüss! Zusammen! Ist gleich erledigt! Es ist vorbei! Digga, es mutiert immer weiter! This is disgusting! Halt verdammt nochmal still, Scheißviech! Umzingelt! Ist egal! Einfach ab! Ja, nee! Das einfach ab! Erstmal die Gliedmaßen. Ich sehe dich. Für die 12. Ja. Wie sieht's damit aus? Kann ich gerade gar nichts anfangen. Okay. Heil dich mal. Volle Konzentration. Mach. Ich würde sagen erstmal den Korb. Oh, was kann ich hier beschwören? Leviathan. Kann ich nicht. Titan. Hört sich gut an. Bist du bereit? Ja. Und ja, ich weiß, ich habe Limit, aber das nehme ich über, wenn... Das? Roger, ich übernehme. Es geschockt ist. I need heals. Lots of heals. Übernimm mal. Es geht los. Wo bin ich überhaupt? Zack, kannst du das machen? Lass mich mal.
Keine Chance. Na gut. Ja, ich bin ausgewichen. Wie soll ich denn da gegen vorgehen? Da stehen wir durch. Jetzt bin ich richtig sauer. Zack! Wir müssen weg. Zieh dich zurück. Na, you know what? Dann again bist du sehr low gerade. Jetzt wird abgerechnet. Auf die Fall. Ich darf hier nicht. Los! Tifa, ich will ja nichts sagen, aber du könntest vielleicht, also vielleicht bist du gleich tot. Well. Weggefisst ist von Titan einfach. Also geht's auch. Wach endlich auf, Cloud. Cloud. Creepy Dude. Ich bin hellwach. Hier spricht Ihr Kapitän. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Probleme an Bord beseitigen konnten. Wir sind wieder auf Kurs und steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter strahlend blauem Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht. Und an die Toten, shit happens. I guess. Das sieht schon gemütlich aus. Schon Kapitel 6, okay. Cool. Ach, soll ich die auch vorbei, Party? Erwarten, hier wegzukommen. Elender Turinep. Wir gehen, wenn die gehen. Die wollen erst ein bisschen chillen und Urlaub machen. Ich meine, die haben die Sonne nötig, wie ihr seht. Hey! Mhm. Können wir nicht etwas bleiben? Schließlich ist das Costa del Sol. Costa del Sol! Ich rieche Bikinis. Also mir ist das hier etwas zu heiß. Oh. Brauch schleunigst Schatten. Eher eine Fellschere. Herzlich willkommen in Costa del Sol. Ich bin Capono, der Bürgermeister. Was? So? Machst du jetzt auf den Dude auf, aus Fünftes Element? Für Sie. Danke. Oh, wir können ja schließlich gleich in die richtige Urlaubsstimmung kommen, nicht wahr? Sie sind zum Sunnyball geboren. In unserem Paradies lacht die Sonne aus jedem Herzen. Ihre Ferien hier werden unvergesslich werden. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Lassen Sie den schnöden Alltag einfach hinter sich und verbringen Sie bei uns eine traumhafte und unvergessliche Zeit. Oh, willkommen, willkommen. Ein feines Wetterchen haben Sie uns damit gebracht.
zum Strand? Vorher will ich aber erst mal duschen. Wir brauchen ein Hotel. Kommt bloß nicht auf die Idee, schwimmen zu gehen oder so. So, Bikini-Sticker. Das habe ich gesehen. Hey, ignoriert mich nicht. Aber du verstehst dich, Barrett. Es geht um Bikinis. Bikinis. Nun, ich glaube, wir sind alleine unter uns, Männer. Erstmal Alexander? Okay, cool. Den gab's doch gar nicht im Team, oder? Nun, ich bin umgeben von unseren Typis und Kuttennutten. Die Ladies haben mich jetzt zurückgelassen. Ja, ihr braucht wirklich ein bisschen Sonne. Sieht nicht so gesund aus. Ah, okay. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen hier. Okay. Trotzdem würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Ein bisschen länger geworden, der Part. So, ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Die haben auch Bock, wie ihr seht. Bis dann, Leute. Ciao.